Ernie, Ernie! Ja, Bert? Also erst ist dein Radio viel zu laut, dann wieder leise, dann wieder laut. Das weiß ich, Bert. Was kaputt? Nein, aber nein, das kommt nur davon, dass ich am Lautstärkeknopf drehe. Hier an diesem kleinen Knopf, der ist für die Lautstärke da. Ach, dann machst du das also selbst, ja? Ja, dann wenn ich den so rumdrehe, spielt das Radio sofort runter. Das weiß ich. Nur versuche ich gerade in aller Ruhe ein Buch zu lesen, verstehst du? Und du, pass mal auf, wenn ich den Knopf so rumdrehe, dann spielt das Radio wieder leiser, nicht? So gefällt's mir, Ernie. So leise finde ich's gut. Ja, bei mir gefällt es viel besser, wenn ich den Knopf wieder so rumdrehe. Ernie, Ernie, das ist viel zu laut. Das ist wirklich viel zu laut. Hör mal, ich sage dauernd, dass das Radio viel zu laut spielt. Du schrei doch bitte nicht so rum, Bert. Ich möchte in Ruhe meine Musik hören. Ich schreie so viel ich will, denn ich habe immer noch das Recht zu schreien, weil mir ja gar nichts anderes übrig bleibt, als zu schreien, damit ich mich verkraftet, dass es ein bisschen verständlich machen kann. Ernie, würdest du vielleicht ein bisschen Rücksicht darauf nehmen, dass ich nichts weiter aus meiner Ruhe haben will? Vielleicht soll ich mal probieren, was passiert, wenn ich den Knopf vom Radio abdrehe. Nein, du nimmst wirklich keine Rücksicht auf deine Mitbürger. Eine Unverschämtheit von dir. Komm mal her. Was willst du? Ich mach den Lautstärkeknopf bei dir fest. Was? Wie? Ich bin doch kein Radio, Ernie. Was soll das? So, und jetzt stelle ich mal deine Lautstärke etwas leiser. Ernie, bitte lass das. Du weißt, dass man sowas nicht mit Ich habe versucht, da drüben zu lesen. Ich habe es ununterbrochen versucht. Und immer wieder wird das Radio laut.